Xavier ist viel größer als ich. Oder sollen wir erstmal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Wir haben uns was ausgedacht. Und zwar den Object Challenge. Das Object Challenge? Das Object Challenge. Und haben für verschiedene Gruppen verschiedene Objekte. Ja, Gruppen. Das ist ja auch nicht klar. Es gibt fünf Gruppen. Genau, es gibt fünf Gruppen und es gibt fünf verschiedene Objekte, die fotografiert werden. Und wir wollen die jetzt mal kurz vorstellen und ich würde mal sagen, du fängst an. Erste Gruppe geht um Flexibilität, Sicherheit, Plastik, Sex und alles was... Farben. Und Farben und natürlich Politik. Alles. So, Gummi Wirtschaft und Gummi. Ökonomie. Ökologie. So viel Gummi. Ästhetik. Auch Gummi. Wir waren schon 80. Das? Boing. Scheiße. Ochse. Okay. Ja, das ist die erste Gruppe. Gruppe 2. Oh, ach, genau. Das ist das Verbotene. Hier geht es um Destruktion, um Wiedererschaffen, um Licht, um Schatten, um Feuer. Wir haben Streichhölzer, Streichhölzer, noch mehr Streichhölzer. Und da darf natürlich Benzin nicht fehlen. Ja? Hier ist die Idee, es gibt Gruppen, da kriegt jeder eins, zum Beispiel in der Gummigruppe. Bei anderen Gruppen wird es einfach weitergeschickt. Dies ist das Ding, was weitergeschickt wird. Da, wenn ihr euch kriminalisiert fühlt, sagt noch Bescheid. Ja? Aber... ja, also so richtig toll ist es nicht, Benzin und Streichhölzer zu verschicken, aber wenn es gut verpackt ist, geht es schon. Xavier. Oh, jetzt. Es geht um Schwarz, Weiß, um Licht und Schatten. Es ist einfach ein Packet mit schwarzem Papier. Das ist Tonpapier, schwarzes Tonpapier. Und ein zweiter Umschlag mit... Schere. Eine Schere. Geschere. Und ein Licht. Hallo. Also Licht und Schatten. Ja, genau, Licht und Schatten. Dann kreativ sein, Form, Konzept, Figur, alles was möglich ist. Und man muss nicht unbedingt was ausschneiden, ja, genau, um das rauszuarbeiten. Man kann auch das schwarze Tonpapier falten oder irgendwo hinstellen oder keine Ahnung. Schreiben. Darum geht es ja hier, dass jeder seinen eigenen Ansatz findet. Das nächste Objekt ist... Ah! Ja. Das hier. Wir haben wirklich lange überlegt und wollten jetzt nicht unbedingt Sachen machen, die in jeder Fotoschule, in jedem Fotokurs gemacht werden und gleichzeitig auch was machen, was irgendwie dem Anspruch der Firma ein bisschen entspricht. Dies ist ein bisschen shocking, weil ihr kriegt lebendige Tiere nach Hause geschickt. Hierbei handelt es sich um Stummelfliegen. Das ist eine ganz perfide Angelegenheit, das habe ich gerade eben bei der Recherche gelernt. Stummelfliegen sind eine spezielle Züchtung für Terraristiker, also für Menschen mit Terrarien, die nicht gut sehen können und Stummelflügel haben und somit auch nicht wegfliegen können, sodass die degenerierten Terrarientiere die leicht erwischen können und die auch nicht aus dem Terrarium rauskrabbeln. Lasst euch was einfallen dazu. Ich finde das eigentlich schlecht. Ich finde es auch so ein bisschen grenzwertig, die Viecher zu bestellen und zu verschicken. Aber auf der anderen Seite, wenn keiner über sowas spricht, dann ist das vielleicht auch nicht so gut. Ich denke persönlich, dass solange Menschen auf der Welt verhungern, spezielle Tiere zu züchten, die nicht wegfliegen können, damit es mein Terrarienliebling leichter essen kann, ist ein bisschen doof. Ich habe selber ein Tier, aber... Das ist was anderes. Gut, sorry, das war jetzt ein bisschen ernst. Xavier, Xavier. Ja. Jetzt komm. Tada. Worum geht's hierbei? Ja, es geht um... schwer. Kraft. Scharf. Scharf. Und politisch, natürlich. Na? Ja. Und sonst? Deformation. Ja. Ein Hammer kann Sachen kaputt machen, Hammer kann Sachen heile machen. Die Sichel, damit kann man sich furchtbar schneiden, aber die Sichel schneidet auch die Ernte. Insofern viel Spaß damit. Achtung,
auch so wie mit dem Feuer, das habe ich vielleicht nicht erwähnt, aber ich gehe davon aus, dass alle klug genug sind zu wissen, dass man sich mit Feuer verbrennen kann und mit dieser Sichel, wenn diese rote Sicherung weg ist, sich auch schneiden kann. Die ist tatsächlich scharf. Den Hammer möchte ich auch noch mal ganz kurz präsentieren. Das ist mein persönlicher schwerer Hammer. Da sieht man auch, in welcher Farbe wir das letzte Mal ins Wohnzimmer gestellt haben. So, ja. Na, viel Spaß. Ja, das war's. Ja. Wir warten, so bitte Dokumentation ist auch gut. Ein paar Foto zu uns schicken mit Packet, ja. Objekt. Genau. Plus die Fotos, die werden auch laden. Genau, und wir haben bestimmt die Hälfte vergessen zu sagen, aber das können wir dann nochmal klären. Ansonsten viel Vergnügen.